Cinque voti. Der Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli, ist tot. Er starb in der Nacht zum Dienstag während eines Krankenhausaufenthaltes in Aviano, Italien. Erst am vergangenen Montag war bekannt geworden, dass Sassoli wegen Komplikationen aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems schon seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag im Krankenhaus behandelt wurde. Alle Termine des 65-Jährigen wurden daraufhin abgesagt. Bereits im September musste er wegen einer Lungenentzündung kürzer treten. Im Oktober ließ er wegen Fieber eine Tagung des Parlaments ausfallen. Erst im November war Sassoli wieder nach Brüssel zurückgekehrt. Der frühere Journalist war 2009 als Mitglied der Sozialdemokraten ins Europaparlament gewählt worden. Dort fungierte er als Sprecher seiner Fraktion. Während seiner zweiten Amtszeit ab 2014 diente er als Vizepräsident des Parlaments.